Hallo Leute, heute ist Tag 21 meiner Vegan for Fit Challenge und das Buch, um das geht, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Vegan for Fit, die 30-Tage-Challenge von Attila Hildmann. Und wenn ihr das bestellen wollt, solltet ihr schnell sein, weil das ist wohl laut Attila die zweite Auflage, die jetzt schon bald ausverkauft ist. Ich gönne ihnen das so sehr, diesen Erfolg. Das ist echt, die sind so lecker, die Rezepte und so. Deswegen echt herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, Attila. Ich habe mich natürlich jetzt das Wochenende weiter nach den Rezepten aus dem Buch ernährt. Heute wird es auch so weitergehen. Heute gibt es zum Beispiel den Blumenkohl mit der Currysoße oben drüber. Den gab es ja in den ersten Tagen schon mal. Ich weiß nicht, ob das Tag 1 oder Tag 2 oder Tag 3 war. Keine Ahnung, müsst ihr selber mal gucken. Auf jeden Fall war das super lecker, super schnell und zum Start der Woche einfach ideal, weil heute ist ja wieder ein Sporttag, da habe ich dann eh nicht so viel Zeit. Und apropos Sport, mir ist aber jetzt das Wochenende echt das erste Mal was passiert, was mir noch nie passiert ist. Und zwar, beziehungsweise am Freitag, glaube ich, war es auch schon soweit, weil ich hatte ja Donnerstag Sport, Samstag Sport und heute Sport. Das ist ja jeden zweiten Tag laut dem Buch. Das habe ich auch wirklich so gemacht. Und jetzt gestern hatte ich echt das erste Mal so richtig das Gefühl, schade, dass ich nicht zum Sport gehen kann. Also, dass ich echt das vermisst habe, nicht zum Sport gehen zu können. So, obwohl das ja mein Ruhetag war. Normalerweise bin ich immer froh, irgendwie so, ach, meine Ruhe kann ich schön irgendwie auf der Couch und so. Aber das hatte ich halt, gestern hatte ich echt so einen Bewegungsdrang, dass ich echt irgendwie musste ich Sport machen. So, das hatte ich echt noch nie. Also vielleicht werde ich doch noch sportlich auf meine alten Tage. Mal gucken, wie das so weitergeht. Auf jeden Fall, was ich dann gestern gemacht habe, ist, ich habe hier die Men's Health App nochmal richtig unter die Lupe genommen. Die habe ich euch ja an Tag 12 noch schon vorgeschlagen. Verlinke ich euch hier nochmal das Video. Und ich habe die dann inzwischen auch upgradet auf die Pro-Version. Auf die Premium-Version für 19,99 pro Jahr, beziehungsweise 2,39 € pro Monat, würde ich sie jetzt vielleicht nicht unbedingt upgraden, weil das Einzige, was man da hat, ist, glaube ich, irgendwie, dass man die in seinen Kalender planen kann, die Trainings, und dass man sich die ausdrucken kann. Und das brauche ich halt nicht. Man hat trotzdem, also auch für 4,99 hat man dann hier alle Übungen und so, und das ist echt super genial, weil man die echt filtern kann, und so habe ich euch an Tag 12 schon erzählt. Brauche ich euch jetzt nicht alles wieder langweilen. Auf jeden Fall habe ich das gestern dann mal gemacht. Da habe ich dann halt so ein komplettes Bauchtraining irgendwie eine Stunde lang gemacht. Und das war echt super und hat dann auch gereicht irgendwie, aber hat auf jeden Fall meinen Bewegungsdrang befriedigt. Deswegen echt super. Kann ich nur empfehlen, irgendwie euch diese App dann auch noch zuzulegen, falls ihr nicht im Fitnessstudio angemeldet seid. Wenn ja, dann trotzdem zusätzlich und so. Also ich finde die echt super, die App, genauso wie die Challenge. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.